Wichtige Daten ortsunabhängig und mit mobilen Endgeräten abrufen zu können, wird im schnelllebigen Berufsalltag immer wichtiger. Hierfür bieten sich Cloud-Lösungen hervorragend an. In unseren Business-Spots stellen wir Ihnen unter anderem die drei DATEV-Cloud-Lösungen vor. Cloud-Lösungen vereinfachen unsere Arbeitswelt. Mit der DATEV Cloud können DATEV Software und IT-Management ausgelagert werden. Damit verringert sich der Aufwand für die Administration sowie Softwarepflege. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Computer mit direktem Internetanschluss und die DATEV Smartcard. Auf Ihre Daten können Sie auch bequem und ortsunabhängig mit Smartphone oder Tablet zugreifen. Diese drei Cloud-Lösungen gibt es. DATEV Smart IT, die Basislösung. Hier können bis zu 8 Nutzer gleichzeitig in der DATEV Cloud arbeiten. Mit Zustimmung kann auch die Kanzlei per Smartcard auf den Datenbestand des Mandanten zugreifen. Zweitens, DATEV ASP. Hier kann das Arbeiten in der Wolke sogar individuell auf den Nutzer zugeschnitten werden. Und zwar deswegen, weil die benötigte IT-Infrastruktur des Unternehmens in der DATEV Cloud abgebildet wird. Drittens, Partner ASP. Hier kann zur Auslagerung von IT- und DATEV-Software in die Wolke ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen werden. Dieser beinhaltet die Betreuung der im Unternehmen benötigten Systeme vor Ort. Interesse an unseren DATEV-Cloud-Lösungen? Dann fragen Sie Ihren Steuerberater oder informieren Sie sich unter www.datev.de/cloud-sourcing. Feiertagslohn. Gibt es da eigene Lohnarten? Diese Frage stellt gerade ein DATEV-Nutzer in der DATEV-Community. Auf der beliebten Online-Plattform tauschen sich User mit Fragen und Antworten innerhalb der DATEV-Themenwelt aus. Nach dem Motto »Anwender helfen Anwendern« startete die DATEV Newsgroup bereits im Jahr 2000, um ihren Programmnutzern ein Austauschforum zu bieten. Zusammen mit der Umbenennung von Newsgroup auf Community optimiert die DATEV dieses Angebot und bietet noch mehr Social Service. Für den Anwender bedeutet das leichte Bedienbarkeit, Suchfunktionen in existierenden Fragen und Diskussionen sowie Austausch und gegenseitige Hilfe. Der hohe Zuwachs von Nutzern der DATEV-Community bestätigt, dass das neue System überzeugt. Besuchen auch Sie uns unter www.datev-community.de. Was Firmenbroschüren und Internetseiten oft wortreich beschreiben, vermittelt die firmeneigene Mitarbeiterkleidung mit einem einzigen Blick, die Corporate Identity eines Unternehmens. In Sekundenschnelle machen sich Kunden ein Bild vom Unternehmen und entscheiden meist ganz unbewusst darüber, wie sympathisch, kompetent oder seriös sie den Auftritt finden. Eine Chance, die man nicht verschenken sollte. Sie stärkt den Markenauftritt des Unternehmens und erleichtert die Zuordnung der Beschäftigten. Sie fördert das Zugehörigkeitsgefühl, stärkt den Teamgeist und trägt zur Motivation der Mitarbeiter bei. In einigen Berufen, so zum Beispiel auf dem Bau, dient sie auch zum Schutz der Angestellten. Außerdem wirkt gut ausgewählte Berufskleidung professionell und hat eine positive Imagewirkung. Von großen Unternehmen wie Fluggesellschaften und Hotels kennen wir Corporate Fashion schon lange. Zunehmend setzen auch kleine und mittlere Betriebe auf die positive Wirkung einheitlicher Mitarbeiterkleidung. Wenn Sie das auch vorhaben, sollten Sie im Vorfeld mit Ihrem Rechtsanwalt klären, was Ihren Beschäftigten bei der Kleiderfrage vorgeschrieben werden darf. Fragen Sie auch Ihren Steuerberater, wie Sie steuerliche Vorteile nutzen können. So wird Schutzkleidung zum Beispiel steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt und kann als Betriebsausgabe angesetzt werden.